Hi-ho und willkommen zurück, meine lieben Rollenspiel- und Dungeon-Freunde zu Legend of Grimwarg, Labyrinth of Lies. Jo. Wir sind immer noch bei den super tollen Grabkammern hier. Machen wir schon mal Feuerball und Blitzstrahl bereit. Geh bitte wieder zu, sonst nervst du nur. So, da ist viel. Da war viel. Schützen wir uns mal vor Gift. Weil hier ist definitiv eine Nische. Mit was zu essen. Das will ich unbedingt brauchen. Aber mit den Kräutern. Das war falsch. Jetzt bist du überladen. Das hilft gerade wenig. Ja, das hilft. Okay. Komm ruhig. Ja. Wow. Ja, ich sehe, du bist böse. Und du bist tot. Au. Fahrt bitte das Zeug wieder runter. Okay, da ist ein Schalter, bei dem ich nicht überzeugt bin. So, bitte wieder rund. Au, au. Au. Da brauchen wir doch mal eine gute Recovery. So, und ich muss mal ganz kurz. Jo. Okay. Da können wir Wisp shiften. Da höre ich gerade, wie Spinnen Gift abkriegen. Da ist ein Weg nach oben.
Das ist jetzt mal interessant. Who cares? Ich cares, weil ich da nicht raufkomme. Dass ich nicht weiterkomme. Ach du meine Güte. Was will ich mit dem denn? Ja, was will ich mit dem jetzt? Ah, mich selber einfrieren, das kann ich gut. Out of energy. Okay. Reicht das doch mal für einen Eis? Ja, für einen Eis hat es gereicht. Für mehr reicht es gerade nicht. Säule können Gegner keine Treppen steigen. Und das muss ein mulmiges Gefühl sein, von einem Ogre in eine Ecke, also in einen kleinen Fitzelbereich gedrängt zu werden und auf der anderen Seite von einem Gitter den Schwarm auf Doom zu hören. Ja, genau, hallo. Ich hab dich nicht lieb. Geh weg. Geh einfach sterben. So. Mein zweites Problem ist, also außer dass ich hier irgendwas höre und ich dachte, ich hätte hier was gesehen. Ah. Habe ich jetzt hier aufgemacht, zufällig? Ja, hier habe ich aufgemacht, zufällig. Das heißt, ich kann da oben Viehzeug töten. Oder mich weiter hier unten erstmal umsehen. Ich weiß halt nicht, wie viele Kokors es gibt. Hi. Wo kommst du denn her? Also ja, mein Problem ist, ich weiß nicht, wie das Viehzeug hier spawnt. Und wie viel Viehzeug es noch ist und ob es respawnt und sowieso. Ja, und irgendwie wird das Spiel gerade wieder furchtbar schnell.
So. Ich höre nämlich hier Orte auf und zu gehen. Was ich zum Beispiel nicht sehe, sind halt versteckte Knöpfe. Nur versteckte Gänge. Soll das jetzt hier alles gewesen sein? Ein Secret für zwei Wurfäxte. Okay. Mist. Ernsthaft, hier war ich schon. Ich habe mich gerade eben auf die andere Seite diesen blöden Mistding geschiftet. Achso, das hatte hier aufgemacht, genau. Das heißt, ich darf jetzt den Gang nach oben wieder suchen. Darf ich wahrscheinlich durch viel zu viel Viehzeug wieder durchbashen. Ja, das ist gut. Tschüss. Oh. Ja, hier war übrigens auch noch irgendein Secret. Gedönse. So, und hier geht's runter. Und da war ja schon mal nicht verkehrt das letzte Mal. Ja, der Waste Incinerator. Also das hier kennen wir ja alles.
Ich frage mich zum Beispiel, warum hier Sand ist.